Unser Thema heute ist Business Sparring. Es ist jetzt eine, naja, es ist eine Art von Methode, wenn man so will. Es ist die etwas härtere Art von Business Coaching. Warum macht das Sinn? Weil manchmal muss es etwas schneller gehen. Das ist die eine Geschichte. Und manchmal hat man es als Coach mit Klienten zu tun, ja, die es eigentlich nicht so wirklich gewohnt sind, mal Widerstand zu bekommen oder vielleicht auch mal konstruktiv sich auseinandersetzen zu müssen, die immer so die Chefposition und die Chefperspektive haben. Von wem spreche ich? In erster Linie von Vorständen, von Chefredakteuren zum Beispiel oder auch von Geschäftsführern, also von den Führungskräften, die ganz oben stehen, auch von Unternehmern und Selbstständigen, die so für sich selbst der eigene Chef sind. Auch da braucht es mal die Außenperspektive und einen anderen Ansatz. Den liefere ich mit Business Sparring. Woher kommt die Idee? Sie kommt aus dem Kampfsport. Und das hat damit zu tun, dass ich selbst aus dem Kampfsport komme, 25 Jahre Kickboxen und ein bisschen Aikido gemacht. Aber sagen wir mal, die Philosophien, die dahinter stecken, dort findet ja Sparring vor Wettkämpfen tatsächlich auch statt. Und es dient dazu, dass man besser vorbereitet ist für den Wettkampf. Das Problem, das sehr viele im Business haben, ist im Gegensatz zu Sportlern, die Sportler trainieren etwa 90% ihrer Zeit und haben 10% Wettkampf. Und im Business ist es so, dass sie entweder gar nicht trainieren und den ganzen Tag nur Wettkampf haben, in Anführungsstrichen. Damit meine ich natürlich vor allen Dingen das Tagesgeschäft, die Gespräche mit Kunden, Lieferanten, mit Medien vielleicht auch, mit Mitarbeitern, wenn es um Führung geht. Wenn sie so weit kommen, dass sie etwa 10% trainieren, und 90% Wettkampf haben im Businessbereich, dann ist das schon eine hohe Trainingszahl. Das ist absolut zu wenig, um dort besser zu werden, sich zu optimieren und sagen wir mal Champions League spielen zu können oder um im Kampfsport zu bleiben, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen, um es mal von der Seite aus zu sehen. Wir brauchen genau drei Punkte, die wir berücksichtigen wollen, wenn es um Business Sparring geht und die schauen wir uns jetzt mal auch an der Flipchart an, drei wichtige Punkte als Voraussetzung, dass das Thema Sparring auch wirklich funktioniert. Zum einen, wir brauchen Themen mit Potenzial. Was meine ich damit? Nicht die einfachen, nicht die leichten Themen sind gefragt, wenn es um Sparring geht. Das wäre vergebene Liebesmühe. Also Sie müssen schon auf einem gewissen Niveau daherkommen, dass sich ein Sparring wirklich lohnt. Themen mit Schmackes, um es mal so auszudrücken. Punkt Nummer zwei, Bereitschaft ist wichtig. Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen, sich einem Sparring auszusetzen, also zu Deutsch eigentlich mir auszusetzen als ihr Sparringspartnern. Das wird eine etwas härtere Form sein mit Provokationscoaching, mit harten Interviews, mit Übungen und Trainings, die wir machen, zum Beispiel im Bereich der Kommunikation, wo ich dann einfach mal renitent bin und Sie müssen die Lösung über eine harte Form finden. Das dritte ist, wir brauchen echtes Sparring. Nicht nur so ein bisschen, sondern bringen Sie die richtigen Themen mit, bringen Sie die richtige Bereitschaft mit, dann können wir wirklich in den Ring steigen, um es als Bild zu nehmen und Sie auf ein neues Niveau bringen, egal ob das um die Themen Führung, Kommunikation, Unternehmertum oder vielleicht auch Weiterentwicklung als Selbstständiger ist. Ich freue mich auf Sie für ein Sparring, wenn Sie Lust dazu haben. Herzlich willkommen.